So einfach kann es gehen. Ja, wir fangen heute mit dem Integer an. Jetzt, würde ich sagen. Und wir nehmen einfach mal ein paar Beispiele durch, damit man sehen kann, wofür brauchen wir ein Integer, was passiert damit. Variablen setzen haben wir in dem Video Variablen gelernt. Wir schreiben hier var hin, dann wird die Schrift auch groß. Das ist übrigens ein Unterschied, wenn ich jetzt was hinschreibe, keine Ahnung, was das ist, dann ist diese Schrift halt ganz normal klein geschrieben. Wenn ich jetzt aber var hinschreibe, dann wird die halt groß geschrieben, bedeutet, es befindet sich in einer Funktion. Aber zu Funktionen kommen wir irgendwann mal ganz weit später. Wir wollen uns erstmal um die Variablen kümmern, denn wenn wir die Variablen nicht können, brauchen wir keine Funktion schreiben. Wir wollen einfach heute nur Zahlen zusammenrechnen und dafür benutzen wir Zahl 1 und Zahl 2 und schreiben die als Integer. So, soweit der Zauber, das hatten wir in der Folge mit den Variablen ja auch schon das Beispiel. Wir wollen einfach nur zwei Zahlen haben, einmal Zahl 1 und 2, weil es zwei unterschiedliche Zahlen sind und wollen die zusammenrechnen. So. Das machen wir wie folgt. Wir schreiben Zahl 1 plus Zahl 2. Semikolon. So viel dazu. Wie wir ja hoffentlich schon in anderen Videos von mir gelernt haben, klappt das natürlich nicht. Wir brauchen natürlich noch etwas wie ein Ergebnis. So, Ergebnis Doppelpunkt gleich bedeutet halt immer ist gleich. Wir sagen halt immer, das Ergebnis ist genauso groß wie Zahl 1 plus die Zahl 2. Die Rechnung halt. So, die Frage ist jetzt, was ist das Ergebnis? Wir haben oben noch kein Ergebnis gesetzt. Wenn wir jetzt das Programm laufen lassen würden, guckt er sich nach, guckt dann hier so, Ergebnis? Ergebnis, ich guck mal im Wörterbuch nach. Nö, steht kein Ergebnis. Was können wir tun? Findet er nicht, macht er falsch. Deswegen müssen wir Ergebnis auch noch deklarieren. Was ist denn das Ergebnis? Was kommt denn da rein? Wir reden jetzt von Integers, bedeutet also ganze Zahlen. Um hier nochmal kurz die Excel-Tabelle aufzuzeigen. Oder ist ja wohl eher mehr LibreOffice, ist auch egal. Wir sind hier bei Integer in der Reihe hier. Und wir sehen, das sind halt die ganze Zahlen. Ich schreibe das nochmal dahin. Ganze Zahlen ohne Komma. Sowieso. So, ganze Zahlen ohne Komma. Bedeutet also 120, 20, 60, 80 und 1, 2, 3. So war es halt alles. Halt alle Zahlen ohne Komma. So, die wollen wir halt jetzt hier zusammenrechnen. Was kriegen wir also als Ergebnis wahrscheinlich raus? Wenn ich jetzt einfach mal überlege, 2 plus 3 wird kein 4,5 sein oder so. Deswegen schreiben wir das Ergebnis auch in den Integer rein, weil wir halt ganz sicher nur gerade Zahlen bekommen. Weil wenn wir gerade Zahlen plus gerade Zahl rechnen, kriegen wir immer eine gerade Zahl raus. Also schreiben wir einfach mit einem Komma das Ergebnis auch noch hier hin. So. Ergebnis. Habe ich es richtig geschrieben? Habe es richtig geschrieben. So viel zu der Rechnung. Probieren wir es aus. Und wenn das Programm nicht meckert, es meckert nicht. Es gibt uns halt hier jetzt aus, lokale Variable Zahl 1 kann nicht definiert werden. Also, er weiß halt schon, dass es eine Zahl ist, also dass es halt ein Integer ist, das weiß er schon. Er sagt halt nur, also ich kann ihm jetzt keinen Wert zuweisen. Es ist halt für mich nur eine Variable, nur ein Text. So viel dazu. Und das ist ja nicht wirklich das, was wir haben wollen. Wenn wir es hier sehen, wir drücken hier drauf und nichts passiert. Natürlich nicht, weil eine Variable ist ja nur die Schublade. Wir haben jetzt die Schublade geöffnet. Das ist unser Schrank Integer. So, die Schublade ist Zahl 2. Und wenn wir machen die Schublade auf und da ist nichts drin. In der Schublade ist einfach nichts drin. Als würdet ihr einen Pullover haben wollen, ihr macht die Schublade für den Pullover auf und ist einfach kein Pullover drin. So, was macht ihr? Ihr geht zu Mami oder zu Papi und sagt dann, hier, mein Pullover war in der Wäsche, wo ist der hin? Das gleiche machen wir auch. Wir sagen halt auch, hier, ich will eine Zahl, wo ist die? Und die Zahl ist in einem Textfeld. So, ich lasse das einfach mal bei Edit 1 und mache noch ein zweites. So, einfach mal schön da drunter gesetzt. So, Edit 1 und Edit 2. Da sollen wir jetzt zwei Zahlen reinschreiben. Und weil wir es ja wissen, das Ergebnis muss ja auch irgendwo reingeschrieben werden, brauchen wir also noch ein drittes Textfeld. So, die Textfelder. Das ist jetzt sozusagen unser Mami und Papi, wo wir fragen, wo unser Pullover ist, weil der Pullover steht nämlich genau da drin, beziehungsweise die Zahl, die wir suchen. Wie machen wir das? Wir schreiben das da drüber, weil was müssen wir als erstes machen? Weil wenn wir das jetzt da drunter schreiben würden, also hier, wenn wir hier sagen würden, Zahl 1 ist jetzt 2, dann kann er ja nichts mehr damit anfangen, weil er geht ja von oben nach unten. Bedeutet also, er rechnet erst nichts, weil er ja nichts hat, und sagt dann, ach, Zahl 1 ist ja übrigens die 2. So. Also schreiben wir es schön hier vorne und sagen dann,
die Zahl 1 ist genauso groß oder ist genauso gleich wie das, was im edit1.text steht. Und das gleiche machen wir auch mit Zahl 2. Zahl 2 ist genauso groß, Doppelpunkt gleich, edit2.text. So. So viel dazu. Jetzt können wir schon mal sagen, also das, was hier im Textfeld 1 drin steht und im Textfeld 2 drin steht, das sind auf jeden Fall unsere Variablen. Angenommen, wir schreiben hier rot rein. So, das ist jetzt unser roter Pullover. Dann weiß Zahl 1 ist jetzt der rote Pullover. Das heißt, in der Schublade Zahl 1 befindet sich ein roter Pullover. Ihr sagt jetzt, ihr wollt einen roten Pullover, also geht ihr zu Zahl 1, nehmt euch da den roten Pullover raus. Genau das gleiche macht das Programm auch. Wir sagen hier, hey Programm, hör mal, in der Schublade befindet sich der In Zahl 1 in der Schublade befindet sich der rote Pullover drin. Das ist der rote Pullover und das befindet sich in Zahl 1. Dann wenn wir jetzt hier sagen, der rote Pullover plus der blaue Pullover ist, keine Ahnung, habt ihr zwei Pullover oder sowas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß das Programm dann, hey, ich krieg hier einen roten Pullover. Er macht die Schublade auf und sagt, hey, da ist ein roter Pullover drin. Und hier ist es genau das gleiche. Ihr schreibt hier in das zweite Feld blauer Pullover rein. Hier sagt ihr dann, der blaue Pullover ist der blaue Pullover ist in der Schublade Zahl 2. Das Programm macht die Schublade 2 auf und sagt, hey, da ist ein blauer Pullover drin. So, und das Ergebnis wird dann halt irgendwie unter den Teppich gekehrt und ist dann Zahl 1, Zahl 2. So. Ja, das Ergebnis, das geben wir auch noch aus. Und zwar in Edit 3. Jetzt sagen wir halt, Edit 3. Edit 3 ist, der Text von Edit 3 ist genauso groß wie das Ergebnis. Wir sehen den Semikolon. So, und wenn wir das jetzt mal ausführen, werden wir ein paar Probleme erkennen. So, da geht's nämlich schon los. Hier steht jetzt Translated String Expected Long Int. Bedeutet halt, das, was wir hier reinschreiben in die Textfelder, ist immer ein String. Wir können es nicht verhindern. Das, was wir da reinschreiben, ist immer ein String. Nur mal kurz zum Erklären, was ein String ist. Das hier ist ein String. A1-MW. Oder die Zahlenfolge. Oder was auch immer. Das sind halt, ein String ist halt im Anfang erstmal alles. So. Und damit wir das jetzt als Zahl im Programm benutzen können, müssen wir das auch, ja, wie sagt man, übersetzen. So. Also schreiben wir das davor und schreiben dann vom String, also vom String, was da drin steht, das ist ja immer ein String, zu, also to, int. Nur abgekürzt für Integer. Das packen wir dann in eine Klammer und sehen auch schon gleich den kleinen Hilfetext, der da steht. Schick. So, also von dem String, den wir ja drinstehen haben in der Schublade, schreiben wir es in eine Zahl, in einen Integer halt. Das ist halt nur so ein Übersetzungsmodus. Ich will mal überlegen, wie man das vergleichen kann. Gut, lassen wir das. Auf jeden Fall, man muss es halt auf jeden Fall übersetzen. Hier soll jetzt unbedingt eine Zahl rein. Und er guckt hier rein, sagt, ich habe da zwar eine Zahl, das ist aber ein String. Dann müsst ihr es halt umwandeln. So, vom String, den ihr da drin steht habt, zu einer Integer, also zu einer Zahl. Und dann weiß das Programm, okay, hey, das klappt. So, das machen wir hier jetzt gleich nochmal. So. Ach Quatsch, brauche ich ja nicht mehr mal schreiben. Einfach nur die Klammer dahinter setzen. So. Und, wir sehen hier unten genau das gleiche Problem. Ich habe jetzt einmal drauf geklickt. Dann sehen wir auch, wo sich der Fehler befindet, in welcher Zeile. Und da ist halt genau das gleiche Problem, nur umgedreht. Er sagt halt hier, ich habe hier jetzt eine Integer. Die kann ich aber nicht als String schreiben, weil ein Textfeld muss immer als String angezeigt werden. So, und deswegen müssen wir das jetzt auch nochmal umwandeln. Wir schreiben aber nicht String to Int, weil wir wollen ja den String haben. Wir schreiben von der Integer, den wir ja haben, zum String. Jo. Da nochmal die Klammer zu. Schön. Also, wir haben jetzt die Integer. Das ist ja unser Ergebnis, die Zahl. Und die müssen wir jetzt als String ausgeben, damit wir die Zahl sehen können. So, in dem Textfeld. Und das sieht dann halt genau so aus. Und wenn wir dann jetzt nochmal auf Play drücken, können wir alle in der Hoffnung sein, dass es diesmal funktioniert. Und es hat funktioniert.
So, und wenn ich jetzt hier das mal da rauslösche, damit wir da keine Probleme kriegen, weil das ist jetzt ein String. Edit 3 ist ein String. Ja, das ist ein String. Das ist ein String. Das ist ein String. So, das ist ein String. Oder das ist auch ein String. Aber mehr dazu halt im nächsten, in dem anderen Video. So, ich trage jetzt einfach zwei Zahlen ein. Zum Beispiel 2 und was hat mal 3. Und lass uns einfach mal ausrechnen. Und wir haben hier 5 raus. So klappt das jetzt halt. Wir können jetzt auch einfach in die Schublade den roten Pullover rausnehmen und packen einen gelben rein. So. Oder wir nehmen den blauen Pullover aus der zweiten Schublade raus und packen grün rein. So, und als Ergebnis kriegen wir halt dann immer den andersfarbigen Pullover. Wie auch immer. Den wir halt dann wieder in die Schublade zurückstecken. In eine andere Schublade zurückstecken. Ja. So viel zum Thema Integer. Ich glaube, es ist wirklich ziemlich einfach, wenn man sich immer so dieses Schubladenmodul als Beispiel nimmt, als Überlegung. Das macht es, glaube ich, alles ein bisschen einfach, wenn man immer sagt, so hier, das ist meine Schublade und das, was hier drin steht, packe ich in diese Schublade rein. So, und dann muss ich halt immer noch gucken, ist das wirklich ein Pullover oder sind es Socken oder will ich es als Socken verkaufen oder sind es Socken, ich sage, hey, das ist aber eigentlich ein Pullover. So, man muss es halt immer übersetzen noch. Dem Programm halt wirklich sagen, hey, das ist vom String zur Zahl. Der lange Text. Ja, also wie gesagt, immer das Schubladenprinzip merken oder vielleicht ein bisschen verinnerlichen. Oder ihr erfindet euch selbst irgendeine Topologie, womit ihr das da hinkriegt. Es ist halt ganz wichtig, dass ihr selbst auf den Gedanken kommt, den ich jetzt gerade hier habe und den euch versuche zu erklären. Es ist halt immer schön, wenn ihr da sitzt und sagt, hey, warte mal, warum denn eine Schublade? Es geht doch bestimmt mit, keine Ahnung, mit einer Garage und Autos oder sowas. Könnte ja bestimmt auch gehen, weiß ich nicht. Habe ich nicht genug drüber nachgedacht. Ich bin mit dem Schubladenprinzip immer sehr glücklich gewesen. Deswegen schaut, dass ihr vielleicht auch in sowas in der Art irgendwie erstellt kriegt. Weil das hilft euch echt ungemein viel, wenn ihr wirklich wisst, was ihr hier überhaupt tut. Es nützt ja nichts, einfach nur die Zeilen hinzuschreiben und sagen, ja, funktioniert doch. Sondern wirklich zu sagen, das funktioniert, weil. So, ja. Und das ist halt immer wichtig dabei. Gut. Dann freue ich mich darauf, dass ich euch wieder ein bisschen was über Integers beibringen konnte. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Variablen-Video oder bei einem nächsten Video, was ich dann hochladen werde. Vielen Dank fürs Zuschauen.